stehe wieder vorne. Auf kein Regen. Eins sogar. Auf eins. Guck mal, du startest auch immer vor mir. Das ist so ja, unfair. Aber ich, nach einer Runde bin ich hinter dir. Das ist eine. Naja, ja, nehm mich ruhig in die Zange hier. Einer links, einer rechts. Eieieiei. Das war aber auch optimistisch von mir, wieder da rein zu quetschen. Ah, hier ist mir schön. Boah, die Strecke bin ich auch noch nicht gefahren. Ich auch noch nicht. Die Kurven. Oh, 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 oh. Rot und grün. Da kriegt Force Feedback eine ganz andere Bedeutung, ja. Das ist richtig. Boah, ist der Kurs wellig. Hab ich schon viel verloren. Eieiei. Boah, klebt mir der Bottas am Arsch. Kürze ich da schon wieder ab. Was haben wir denn da? Ah ja. Ja, das war so. Wieso ist der noch viel schneller als ich? Der Windschatten. Ja. Oh, wieder so eine Kurve, wo man so abkürzt. Und was kommt jetzt? Der Tarnnadel Netzwerk. Doch. Ich muss das, wenn die Kurve das sagt. Was ist das denn hier für verrückte Kurven? Boah. Oh, tschüss, linker Vorderreifen. Letzte Runde Hecken, Penner. War 2 Sekunden langsam bin ich gefahren. Toll. Jetzt komm ich hier. Eine Kurve. Komm hier Vollgas durch. Ah! Ja, nicht ganz. Vielleicht wenn man sie perfekt nimmt, aber wenn man dann eine nicht so perfekt nimmt, dann. Sehr kritisch. Diese Kurven, die liegen mir nicht. Gott. Weiß nicht, also mit einem guten Lenkrad würde ich wahrscheinlich 2 Schwierigkeitsgrade noch hochstellen. Was ist das dann? Legende? Warte. Ultimate? Ich weiß nicht. Die heißen ja nicht so lustig. Oh. Ach du meine Güte. Der Roboter ist jetzt gleich ausbremst. Boah, ey. Doch einfach mal alles Mögliche drin. Wird immer enger, wird weiter. Naja. Muss halt, wenn du ganz am Anfang gut reinkommst, dann ist es ja. Ist halt schlecht. Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. Oh nein. DRS ist jetzt verfügbar. Das ist ein verrückter Ferrari. I'm coming. Legende ist das. Aber dafür braucht man dann erstmal ein gutes Lenkrad. Oh. Ich probiere einfach gleich geradeaus durchzufahren hier. Wenn du unbedingt deine 3 Sekunden schaffst, mach das so. Dann lasse ich dich vielleicht auch vorbei. Auch schön abgekürzt. Aber ist denen egal bis jetzt. Du hast nichts gesagt. Ich irgendwie das über Funk beschweren darüber. Würdest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Was? Strategieänderung, muss ich mal angucken. Oh, ich soll in Runde 3 rein. Nee. Ja, Undercut. Ja, ja. Ja, stimmt, das wollte ich mir vorschlagen, ne? Alles klar. Ich habe nämlich keine Strategieänderung bekommen. Ah ja. Na dann.
Dadurch hat sich das ganze Abkürzen die Reise schon richtig demoliert. Nein! Oh, die habe ich jetzt aber nicht gut genommen hier. Fährt er mir davon, der erste Platz. Ich habe gar keinen Controller hier, beziehungsweise außer PlayStation 3. Die habe ich irgendwann mal hier angeschlossen und Windows 10 hat es nicht verstanden. Ich weiß nicht warum. Windows will nur Xbox-Controller erkennen. Du kannst jetzt zwar einen Emulator runterladen, ja, vielleicht noch für FIFA auch probiert, aber das hat's nicht gerafft. Der Steffen hat's ja einfach hinbekommen. Den willst du nur zack anschließen, installieren, fertig. Bei 10 auch? Ja, ja, und bei. Also PlayStation 4-Controller gibt ja wohl auch problemlos. Na toll. Na toll. Du musst halt wieder nicht mit dem Zeitgeist hier in. Ich glaube, wir müssten demnächst mal auf irgendeinem Flohmarkt einfach mal Ausschau halten nach sowas. Flohmarkt? Ja, einfach mal so, da gibt's doch bestimmt. Weil wir immer auf Flohmärkte gehen? Oh fuck, jetzt sind wir auch noch gebremst. Jetzt können wir natürlich mit einem guten Morgen hier verbinden, so einen Flohmarkt besuchen. Ja. Einfach so einen Tag. Morgens, früh und so mal. Mit der ersten Pulle auftauchen. Ich glaube, wenn man so ein bisschen einen MC hat, kann man wahrscheinlich auch viel besser verhandeln. Wahrscheinlich. Ist man einfach viel dreist. Ja. Nimmt sich die Sachen einfach. Ich will das. Tschüss. Ich will das. Nehme das jetzt. So, die Kurve von Kombination habe ich ja jetzt. Nicht so gut hinbekommen. Ich habe einen lila Sektor erfahren. Ich hatte eine dicke rote Flucht. Ah, ich habe schon 3 Sekunden hinter dir. Irgendwas machst du richtig. Ich mache irgendwas falsch. Die frische Luft hier vorne. Gut. Ja, ich habe mal auf so einem Flohmarkt. Wann war denn das? Oh Gott. Mit dem Steffen haben wir uns erst noch so ein altes Nintendo 64 gekrallt. Also das ist das alt, damals ging es noch 2000 oder so. Da haben wir uns auch so ein Lenkrad geholt für, ich weiß nicht, war damals noch Mark? 2001 Euro? Keine Ahnung, es war so billig. 10 Mark oder 10 Euro. Und dieses Lenkrad fand es natürlich mega cool. Aber es war nur Plastik und ich glaube, das konnte man noch nicht mal am Tisch überhaupt festen. Das lag da einfach nur drauf. Oh ja, die alten Dinger kenne ich auch noch. Das ist einfach im Raum rumgeflogen, sobald man es benutzt hat. Ja. Nein! Ah, da fährt noch einer eine Runde. Ups! Gerade aufgerutscht. Ja klar, und dafür erstmal 3 Sekunden Zeitstrafe wegen abkürzter Strecke. Oh nein! Naja, dafür sammle ich jetzt Führungskilometer. Das ist gut für die Statistik. Ja. Wenn ich in 15 Jahren aufhöre mit dieser Formel 1, dann steht da in den USA 3 Runden an der Spitze. Oder eine in diesem Fall. Oh Mann. Na, eigentlich ist sowas, eigentlich wollte ich eh mal wieder auf so einen Flohmarkt. Einfach mal gucken, was man da für Krimskrams findet. Ja, bitte, irgendwelche Porzellanstatuen. Oh ja, einfach nur, um sie dann direkt vom Stand fallen zu lassen. Ja. Oh, ich nehme noch eine. Und direkt wieder weiterfahren. Mad Max auf dem Nintendo 64.
kenne ich nicht. Was hatten wir denn? Wir hatten Diddy Kong Racing, wir hatten Mario Kart. Dann Star Wars, Rogue Squadron und Pokémon Stadium, Turok 2. Oh. Ja. Hm, was war? Fand ich als Kind immer voll geil, die Pokémon Stadium Spiele. Ja. Mario 64. Aber Mad Max? Nein. Ach so, da gab's. Mad Max hat Lenkräder hergestellt. Ah. Okay. Ich dachte an den Film. Beziehungsweise hat er wohl an das Spiel. So ein Mad Max-Spiel für Nintendo 64. Oh. Das wäre natürlich geil gewesen. Ja, wer weiß. Irgendwelche Ego-Shooter. Bestimmt Mario Party. Ach, das war schön. So, ich muss hier mal irgendwas. Ach du meine Güte. Ich habe übrigens einiges auf dich gewonnen im Backteil. Naja, ich fahre ja auch nicht mehr so ganz gut. Ich krieg ja auch noch 3 Sekunden Zeitstrafe. Also. Fahr mal lieber deinen Leuten da weg. Nein! Ich fahre sie einfach kaputt. Die drehen sich ja gleich wieder, wenn die nicht. Kriegst du mal wieder eine Verwarnung, Kollisionsverursacher. Stimmt. Krieg da auch noch eine Zeitstrafe für 8 Jahre. Wir haben Benzinüberschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Naja, mach ich bald. Bald ist es soweit. Bald kommt erstmal der Regen, dachte ich, aber die Wolken ziehen wieder von dann. Was konnte man denn auf Nintendo mit einem Lenkrad spielen? Also wahrscheinlich alle Rennspiele, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Zum Weiß nicht, aber es könnte sogar sein, dass das Lenkrad von mir hier, das alte Ding, das ich hier mal gegeben habe, ja? Das hat auch einen Nintendo-Anschluss. Hat. Ja, das sind alle möglichen Anschlüsse, aber... Es hat auf jeden Fall einen alten Xbox und einen alten PlayStation-Anschluss. Wo der vierte ist, weiß ja nicht, wie viel das ist. Könnte halt sein, dass das eins ist. Dann könnte man gerade unter den Tisch klettern und gucken. Ja, mach das mal. Park doch mal an der Seite. Das 1 2017 schon bestellt. Nein! Leider nein. Ich warte ja eigentlich auch nur darauf, dass sie endlich mal eine richtige Schadens-Engine haben. Also richtig gute. Ja, das wäre schön. Weil das ist jetzt ja auch schon wieder so halb enttäuschend eigentlich. Ja, das wollen die bestimmt nicht. Es können schön Autos kaputt gemacht werden. Ja, ist ja fast wie ein Aufruf zur Gewalt, wenn man dann da. Ja. Wenn es dann auch noch gut aussieht, wenn man einen Unfall baut. Ah, das scheint. Diese ganzen amerikanischen Flaggen da auf dem Boden, das ist alles Asphalt, da kann man wunderbar drauf fahren. Solange es nicht nass ist. Oh, diese Sonne hier bei der ersten Kurve, ne? Ich glaube, die wird am Ende noch pinkeln. Ja. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen.
Rallye-Spiel auf Nintendo. Zu der Zeit nur auf dem PC gespielt. Das war das Colin McRae Rally 1 oder was hatte ich da. Und ich glaube, wir sind kein Rennen zu Ende gefahren, sondern immer nur irgendwelche Berge. Und unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 9,0 Sekunden. Sekunden Rückstand auf Verstappen. Ach, ach, der hat gerade einen Fact von mir abbekommen, der sollte sich verringern. So wie ich fahre, verringert sich hier gar nichts. Das ist nicht so meine Strecke. Und wenn es so bleibt, verliere ich auch noch 3 Positionen. Okay. Ärgerlich. Mann ey, jetzt war einer in der Box. Naja, ja. Punkte sind Punkte. Ja, aber ich Verstappen fährt auch noch an den Kopf. Also eine nette Runde. So jedenfalls. Wer ist denn dann noch? Du. Verstappen und ich. Ja. Logisch. Und wenn es nicht wieder läuft wie die letzten Rennen, fahre ich nicht mehr an die Box. Weil die Wolken sehen schon nicht so hell mehr aus. Ein Bammel, da ist dann doch mal anfängt zu niesen. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Die sagen, es bleibt gut. Eben haben sie mir einmal gesagt, die Information können wir ihnen gerade nicht geben. Okay. Was ist das? Wäre halt geil, wenn es irgendwie auch, so wie damals in Malaysia, was war das, 2001 oder so? Ja. Einfach so urplötzlich Monsunregen geben würde. Wo einfach so gar nicht mehr klarkommt. Das wäre richtig schön. Wenn man so alles durcheinander würfeln. Sind wir Vettel-Fans? Nee. Ich nicht so, also... Mit Hell. Ja. Ich bin eher für... Ich mag lieber Raikön und Alonso. Raikön fahre ich jetzt sogar gerade. Das ist erstaunlich. Oh, jetzt kommt der MKD. Den wollte ich eben CS spielen, aber... Leider war er nicht da. Gerade haben sie mir durchgesagt, das macht nichts, wenn der Wagen hinter dir dich überholen will. Er hat eine Zeitstrafe. Echt? Ja. Na gut. Dann lass mich doch einfach vorbei. Ja, würde ich ja, wenn du ranfährst. Ja, warte doch kurz. Ja, ich warte. Er wird Weltmeister 2017. Tja, das kann Vettel natürlich sehr gut werden. Wobei ich hoffe ein bisschen darauf, dass dadurch, dass jetzt Bottas Dritter geworden ist, hat er ja auch wieder ganz gute Chancen. Ja, das wäre lustig. Das ist der schon. Auf jeden Fall nicht Hamilton. Ja, ich mag den auch nicht. Ja. Aber der ist halt verdammt gut. Das ist das Problem. Ja, das war nicht mal. Weiß nicht. Müsste dich mal fett fressen. Natürlich, wenn das Auto passt. Dafür, dass das Auto so richtig ein Durchhänger. Ja, aber ich glaube auch eher, dass es Vettel sind. Ja. Sehr knapp. Nicht eine Taste gibt, um hier dieses Durchschalten aus. Das bringt mich wieder auf. Da steht eh keiner, was ich will. Oh Mann. Ich hab keine Ahnung, was du von du redest. Ja, dieses da rechts unten da, dieses Fenster, der hat.
Display da, wo du deine Reifen und so sehen kannst. Ja. Das musst du ja viermal drücken, damit es dann wieder weg ist. Ja. Wenn du nur die erste Seite eigentlich sehen willst, dann müsstest du halt eine Taste geben. Dann sparst du ja zweimal drücken. Stört dich das so sehr? Nein. Achso. Aber ich weiß nicht, aber trotzdem mal was zum Meckern finden. Oliver meint, Alonso wird Weltmeister. Ja, das wäre schön. Ich glaube, da müsste sehr, sehr viel passieren in den nächsten Rennen, dass das irgendwie ja. möglich ist. Es wären aber lustige Rennen dann. Ja, auf jeden Fall. Endlich mal wieder. Weil zurzeit sind die Rennen ja, schon so ein bisschen einseitig immer. Und jetzt ist ja eh erstmal Pause. Ja. Ich glaube am 27. geht das weiter. Das heißt bis dahin nicht verkatert sein am Sonntag. Wie? Ja. Weil man sonst nichts zu gucken hat. Ja. Ja, es gibt ja zum Glück online noch die ganzen guten, tollen alten Rennen von 98, 99, bla, mit Jacques Schulz und ich mag lieber. Die kann man sich ja immer wieder angucken. Ja. Oh Gott, oh Gott. Kann sein, dass sich dein Abstand zu mir ein bisschen verringert gerade. Kann sein. So leider kräftig gerade ausfahren. Kann man so eine bergige Strecke bauen? Eigentlich finde ich sie ganz cool. Ja. So. Vollen Verlaune. Oh, Michael Schumacher geht zu Red Bull, hast du schon gehört? Boah, mir fallen fiese Witze jetzt ein, aber die weiß ich für mich. Glaube ich nicht mehr. Stimmt, den Ricardo, den mag ich eigentlich auch, weil er so ein Grinsebär ist. Grinsebär? Ja, der ist immer gut drauf eigentlich. Ja. Sagen sie mir schon wieder, dass ich nicht mit dir kämpfen soll, weil sie keinen Ausriss geben wollen, weil du eine Zeitstrafe hast. Soll ich dir mal einen Ausriss geben? Komm ich doch mal ran da! Schön in der letzten Kurve. Bam. Wegrasen. Das habe ich früher immer gemacht, wenn ich dann bei Grand Prix 3 oder 4 gefrustet war. Wenn ich nicht gewonnen habe, dann bin ich im ersten immer schön mit Vollkaracho ins Heck gerast. Klar. Du eigentlich die schnellste Runde? Ricardo. Tatsächlich. Hat die irgendwann mal zwischendurch nicht gefahren? Ich bin gerade eine beste persönliche Runde gefahren, aber es hat nicht gereicht. Ich habe gerade eine mit plus 1,5 gefahren. Das wird jetzt auch schon gar nicht schlecht. Wie viel hast du Vorsprung auf den hinter dir? Oh, bin am Führer. Hälfte konzentriert. Schnell abfragen. Der Abstand zum Hintermann beträgt 2,8 Sekunden. Verdammt, es sind 2,8 Sekunden. Boah, da muss aber jetzt mal richtig. Muss ich noch was regeln. Öffnet die Spritschleuse. Über flüssiger Ballast, schmeiß den Sitz raus. Zieh den Helm aus. Helm weg, Hand weg. Ein Reifen weniger schade auch nicht. Frontflügel auf jeden Fall. Absprengen. Mit auf der Schippen gerade am Ende noch ein bisschen was gut machen. Ja, yes, ich hab's geschafft, heute um ein Rennen zu gewinnen. Ist das schön. Ich hätte keine 3 Sekunden Zeitstrafe, diese Boxengasse da ein bisschen anders. Und? Ich bin mal gespannt. Hat gereicht? Ja, hat gereicht. Pascal Wehrlein. Das ist aber noch ganz gut, was auf ihn. Ja. Pascal Wehrlein ist ganz hinten.
Im letzten Rennen haben die noch alles angeführt. Und ja, krass, habe ich noch 1,5 Sekunden im letzten Sektor geholt. Ja. Krass, toll. Schön. Bin ich jetzt nicht so abgeschlagen. Na, aber schon ziemlich schön, ne? Na, geht. Ich meine, du hast jetzt 68. Ja. Und ich hab 25. Ja, das sind zwei Rennen ausfallen. Muss ich demnächst mal ein bisschen unfairer fahren am Start. Unfairer? Wenn du vor mir bist. Nee. Das lass mal schön bleiben. Ja, ich geh